Es ist unglaublich. Oh nein! Ich fass es nicht. Was ist das denn? Ja, Norwegen ist ein anderer Schnack als irgendein Vereinssee in Oberbayern, ne? Mit Sicherheit. Das trimmt wie Sau. Ja. Ja, wollen wir sehen. Wollen wir die Bucht da unten probieren? Ich glaube schon. Das sieht gut aus. Ein bisschen wie finnische Schärenküste oder schwedische Schärenküste. Aber es ist halt echtes Süßwasser. Schauen wir mal, was es da gibt. Also ich werde heute mit der Spinnstange fischen. Mit Oberflächenködern. Vorteil einer Spinnstange ist, dass sich der Köder beim Werfen nicht überschlägt und beim Twitchen nicht um die eigene Achse dreht. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich werde heute mit den herkömmlichen oberflächennahen Wobblern fischen. Das heißt, ich habe da ein paar mitgebracht. Sowas hier. Das nennt sich Gypsy Diver, ist ein Rasselwobbler mit einer Lauftiefe von 1 Meter bis 1,5 Metern. Ist genau für das Gewässer zugeschnitten hier, weil wir eine maximale Wassertiefe hier von 2 Metern haben, aber im Schnitt ist es hier 80 bis 1 Meter tief. Also Flachwasserangelei. Ja, Flachwasserangelei, Sven. Und wir wollen mal schauen, was das hier so gibt. Für mich, wie gesagt, ist es das erste Mal. Holger kennt das Gewässer aus seiner Westentasche. Und wir wollen mal hoffen, dass wir heute den einen oder anderen Hecht bekommen. Was ist es, Hecht oder Barsch? Hecht. Oh! Mann! Mann! Nur noch einer. Du, da hatte ich ausgepunktet mit einem einzigen Sprung. Norwegische Wildhechte. Der ist ja richtig spitzig unterwegs. Der erste Bergseehecht ist raus. Super. Da. Die dicke 128er Bonnie voll weggenascht. Super. Unglaublich. Oberfläche im Bergsee in Norwegen zwischen den Felsen und dem Ufergras. Perfekt. Das ist Abenteuer pur. Top-Water-Action im Bergsee in Norwegen. Ja. So muss das sein. 82 cm auf eine 95er Bonnie. Biss mit Bugwelle, Kampf an der Oberfläche, zerfetzte Finger, alles was der Hechtangler will. Fisch? Alter! Oh, weg ist er! Oh, Mann. Alles
Topwater. Und das mitten in Norwegen. Petri. Petri, danke. An dieser Stelle kurzer Cut, ein paar Worte zu Oberflächenködern. Die wichtigsten sind die Stickbaits. Diese Köder werden in einem Zickzacklauf, dem sogenannten Walking the Dog Style, an der Oberfläche geführt. Ihr seht das in der kleinen Einblendung oben rechts. Auf diese Art Köder hat man relativ viele Attacken und Fehlbisse, aber wenn der Köder erwischt wird, hängt er in der Regel sicher. Es ist normal, dass es dabei Fehlbisse gibt, wie auch bei anderen Arten von Oberflächenködern. Ein Fisch, der diesen Köder verfehlt hat, einfach nochmal anwerfen. Popper sind die zweite wichtige Ködergruppe. Die werden durch hartes Schlagen zu einem Plopp-Geräusch animiert. Wichtig ist, zwischen den einzelnen Schlägen Pausen zu lassen, in denen der Fisch den Köder beobachten, anvisieren und attackieren kann. Die Bisse beim Popper kommen in den Pausen und nicht in dem Moment, wo der Köder animiert ist. Imitiert wird mit einem Popper ein jagender Kleinfisch oder ein Frosch, der sich an der Oberfläche bewegt. Und wie ihr oben in der Einblendung seht, damit fängt man nicht nur Hechte, sondern in unseren Breiten auch Rapfen. Swimbaits sind die dritte große Gruppe von Ködern, die sich oberflächennah präsentieren lassen. Das gelingt am besten, wenn man sich auf schwimmende Swimbaits beschränkt und diese mit erhobener Rute bzw. Rute über der Wasseroberfläche fischt. Swimbaits punkten dann, wenn das Wasser schon ein bisschen kälter geworden ist, die Hechte aber noch nahe der Oberfläche jagen. Und ihr größter Vorteil gegenüber den anderen beiden Ködergruppen ist, dass sie besonders natürlich und fischähnlich daherkommen und deswegen auch unter schwierigen Verhältnissen noch ihren Fisch fangen. Ja, Heinz-Dieter, war ein toller Tag, haben schöne Fische gefangen. Ja, also wie fandst du? Ich fand das sehr verletzend. Und also kurzes Resümee, also wir haben einen tollen Tag gehabt. Die Hechte waren nach dem Laichen dicht am Ufer. Das heißt also, wir konnten mit der Warthose und sogar einen Gummistiefel im Seegras spazieren gehen und die Hechte fangen. Und Holger, wie viel waren das ungefähr? Was denkst du? 50 Fische haben wir circa gefangen, 50 Hechte und 10 Barsche kamen noch dazu. Ja. Alles mit Topwater an der Oberfläche. Ja, das war sehr, sehr beeindruckend. Die Attacken auf die Oberflächenköder waren erschreckend und man bekam ja richtig so einen Adrenalinschub. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Das war ganz, ganz toll. Also wie gesagt, diese Angelei in Deutschland muss man suchen, hier oben bei dir, Holger, im Glommerflusssystem ist es natürlich, heute haben wir auch Glück gehabt. Wir waren ja gestern in der Glommer, die war zu trübe, zu kalt. Es hatte geregnet und wir hatten Mühe, wenigstens ein paar Fische zu fangen. Ja. Aber dann kam ja die glorreiche Idee, dass wir mal so ein bisschen Wasser treten im Seegras machen mit den Hechten. Und das war der absolute Hammer, das war toll. Ja. War viele, viele, viele Seen gibt es hier, die genauso eine Qualität an Fischen bringen. Und es wird gerne von den deutschen Anglern vergessen, die viel zu Meeresangeln hierher fahren. Und die Süßwasserangelei dabei natürlich vergessen. Aber es ist also in keiner Weise von Nachteil in den Süßwasserseen halt zu fischen. Es ist ein guter Fischbestand und also ein sehr guter Fischbestand. Tolle Geschichte und ja, es ist das Paradies im Norden und ja, wichtig dabei ist zu beachten, dass man halt diese Natur beibehält hier und ganz wichtig dabei ist, also wir wollen hier keine Filetfischerei, also dass die Leute halt in Unmengen Fische mitnehmen, sondern für die Küche ein, zwei Fische ist nichts dagegen einzuwenden zum Essen, aber halt, dass halt kein Raubbau betrieben wird, wichtig, kein Müll am Wasser liegen gelassen wird, dass diese einmalige Natur auch erhalten bleibt.
Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ein Appell für alle Angler, auch in Deutschland. Sehr, ja, sehr wichtig. Unbedingt. So, eine Anekdote. Wir wollten Feierabend machen. Genau, eigentlich wollten wir Feierabend machen. Und ich wollte den berühmten letzten Wurf machen. Und jedes Mal, wenn ich einen Fisch fange, durfte ich noch einen neuen letzten Wurf machen. Das ist jetzt der dritte letzte Wurf in Folge mit dem dritten Hecht Topwater. Es ist unglaublich. Es ist unfassbar. Musst du noch aufpassen, dass sie dich hier nicht tunneln, die Burschen. Und ein guter Fisch. Petrus. Aber wie gesagt, du hast noch den letzten Wurf. Ja, ich werde ihn nutzen. Mal sehen, wie lange das Spielchen hier noch weitergeht. Und die nageln da immer drauf, als ob es keinen Morgen gibt. Ne? Es ist unfassbar. So geht das hier in einer Tour. Und weg. Ja, jetzt kommt der letzte Wurf. Jetzt klappt's nicht, die Kamera ist jetzt an. Der lässt sich auch bewusst Zeit, ne? Ja, das ist der letzte Versuch beim Sport, immer hoch konzentriert. Time out. Der Wirbel hat sich überschlagen. So. Weiter geht's. Es ist unglaublich. Oh nein! Ich fass es nicht. Was ist das denn? Hast du das gesehen? Zwei Bisse in Serie. Ist alles drauf, Svenny. Ja? Ja, klar. Meine Fresse. Es ist unglaublich. Na gut, es war Fischkontakt. Ich habe noch einen letzten Versuch. Natürlich. Oh, weg! Ist drauf. Hand kaputt, Daumen kaputt. Nee, nur den Daumen. Hardcore-Handlander.
Bodendieck hat es mal wieder erwischt. Wir hoffen alle, die Tetanusimpfung ist aktuell. Aktuell, alles gut. Alles gut. Ja, kleine Leute. Weiter geht's. Weiter geht's. 82er Hecht darf das schon mal machen.